Wir haben ihn. I never beat you in the wild. It was an illusion. But not this time. Yeah. Senor. Finished. The mark of Valravn. One of the keys to the gate to Helheim. Hold it in your mind's eye. With every battle, the darkness grows stronger. Every victory, bringing her closer to defeat. Unfair, isn't it? In those dark winter nights in the wilds, there were times when she considered letting go. If it weren't for Druth, a chance encounter in the wilds, she would not have heard his stories of the Northmen. And she would not have this chance to find Dillian's soul. I'm coming. Oh, ihr Lieben, was soll ich sagen? Oh, der Kampf war wirklich verdammt hackehart, aber es hat sich gelohnt. Ich glaube, von da hinten kommen wir. Und wir werden in diese Richtung gehen. Boah, wie unfair gegen drei von diesen Gegnern und dann jedes Mal wieder gegen Valravn selber. Aber Senua hat auf diesem Platz hier einen großen Teil ihrer Dunkelheit besiegt. Echt cool. Ein Schritt näher, ihren geliebten Dillian zu befreien. Der Hammer. Oder bin ich von hier gekommen und wir müssen in die andere Richtung? Mag ja sein. Ich gehe aber auch gerne nochmal zurück, weil das Wetter ist gerade so schön und es sieht alles so gut aus. When she was younger, she would lay in the grass and stare at the clouds. And there she saw them. Elusive. Shifting faces. Waren wir hier nicht auch schon? The trees, the mountains, caves. Das war doch die Wendeltreppe. Wie kommen wir denn jetzt auf einmal hier hin? Schon sehr interessant. Gucken wir doch mal, was passiert, wenn wir da hinten rausgehen. Ich bin immer noch sehr angeschlagen von dem Kampf jetzt gerade eben und irgendwie super happy, dass wir das hinbekommen haben. Echt schon ein Hammer. Ah, hier sind wir reingekommen. Okay. Hier sind wir reingekommen. Da habe ich gesagt, ja, Valravn hat hier wohl ein paar Federn gelassen. Und die hat er jetzt wohl wirklich gelassen. Er hat alle Federn gelassen. Wir haben ihn besiegt. Wow. Gutes Gefühl. Alles klar. Das heißt also, wir kommen dann wieder zurück. Mehr oder weniger in die Anfangsgegend. Zumindest wenn ich da unten rumgehe. Aber wir sind ja eben. Ich bin etwas überfordert, ihr merkt das schon, ne? Kommt mir alles so seltsam gleich vor. Hier sind wir doch rum. Okay. Keine Ahnung. Die waren also doch nur die Info. Ah. Ja gut, okay. Dann ab in den Anfangsbereich. Ist natürlich die Frage, was hat sich getan? Was hat sich verändert? Wir hatten hier an der rechten Seite immer
so ein komisches neues Symbol, behaupte ich mal. Eventuell irgendeinen Schutz oder so. Ich schaue mich mal wieder wie immer um. Bin mir aber auch echt nicht sicher, ob wir hier auf dem richtigen Weg sind. Auf der anderen Seite, wir sind durch das eine Tor rein, also sind wir jetzt durch das andere Tor raus. Dass wir ja hier mehr oder weniger schon überall waren. Sollte uns jetzt im Moment gar nicht so stören, oder? Bin mir da jetzt nicht so sicher. Vielleicht muss ich auch wieder ganz komplett zurückrennen. Ich meine, ich renne ja gerade komplett zurück. I wonder. Can you see the faces too? They're there. If you look for them. Aha. Mother. Wow, was geht denn jetzt schon wieder? You have the sight. Aha. Just like I do. Once you can see into the underworld. The underworld and all the souls within it will see you. Don't be afraid when they speak to you. I will always be here to guide you. Did you see her? That was her mother, Galina. She was a priestess, a healer. Heißt das, wir haben jetzt schon wieder eine Stimme dazu bekommen? Cool. Und wenn das die Mami von Senua ist und Drews, der eigentlich Finsen war, dann haben wir ja doch einige gute Seelen auf unserer Seite. Ja, ja, war klar. Wenn die Mutter eine starke Heilerin war, dann war sie auch bekannt in der Dunkelheit. Damit kommen wir anscheinend. Ja, ich frag mich gerade. Da oben ist ein Stargate und da eine Tür. Gehen wir doch erstmal zum Stargate und gucken, was sich ändert. Vielleicht treffen wir auch SG-1. Das hier scheint ein normales Tor zu sein, ja. Das hatten wir aber auch schon geöffnet hier. Ah ja, das Tor ändert sich auf geschlossen. Sonst aber auch nichts, ne? Nee. Dann gehen wir mal da lieber nicht durch, sondern hüpfen lieber wieder hier runter. Hüpf. Und dann mal hier raus. Wird ja schon irgendeine Bewandtnis haben, dass wir jetzt die Mutti getroffen haben von Senua. Und eventuell haben wir damit nicht nur eine gute Seele, also eine weitere gute Seele an der Seite. Eventuell haben wir damit auch eine richtig tatkräftige Unterstützung. Verschiedene Markierungen. 3 Stück an der Zahl. Im Dreieck angeordnet. Naja, mehr oder weniger. Da oben die Markierung hatten wir doch schon. Ymir was a frost giant. Ja, ja. In the darkness. And all his sons and grandsons were dark after him. Of his daughters and granddaughters, some were monstrous, but others fair. Alles aber schön, dass die Stimme dann immer leiser wird. Was ist das für eine Gegend? Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier wirklich hin möchte. Wow. Das kam jetzt aber etwas sehr überraschend, Freunde. Na gut, dann kriegt ihr mal einen langen, kurz, Ausweich, Tritt, Schlag, kurz. Immer wenn dieses Symbol auftaucht, sollte ich vielleicht mal fokussieren. Wir werden echt langsamer dadurch.
halt auch nur temporär oder besser gesagt eine gewisse Zeit. Wow, was geht denn hier jetzt ab, Freunde? Echt jetzt? Damit habe ich wohl nicht gerechnet, ne? Ich auch nicht. Ich wusste gar nicht, dass Senua das kann. Erstmal ein Tritt. Dann zwei kurze. Ja, drei. Dann zwei lange. Oh, was haben wir denn da? Ne? Den müssen wir bestimmt erst das Schild runterkloppen. Mit seinem Schild hat er... Aber da seht ihr, da haben wir schon ein Stückchen rausgebissen. Aha. Ah, okay. Also das Schild können wir nicht blocken. Den Schildangriff. Und solange er da mit dem Schild hantiert vor uns, haben wir auch nicht viel Chancen. Das ist eine gute Position, quasi eine Ausgangsposition, mit der wir was anfangen können. Schwert? Ah, ich dachte, er macht einen Schwertangriff. Dem war wohl nicht so ganz. Uiuiuiuiui. So, Kollege, zeig mal, was du drauf hast. Jetzt kriegst du noch einen Tritt und jetzt noch einen langen. Zack. Wow. Sie hat Cert nicht herausgefordert. Was soll das heißen? Was soll das heißen hier? Wir haben hier alle besiegt. Da ist eine Höhle. Besser gesagt, so ein Durchgang. Und ich habe doch hier eben noch so ein... Ja, das da habe ich gesehen. Ah. The Northmen say that in the beginning there was nothing but darkness. Bitter cold to the north. Fiery hot to the south. They say the cold formed ice, which melted from the sparks from the south. The power of the darkness gave life to the dripping ice, and the first giant was born and was named Ymir. The ice continued to drip, and the power of the void gave life to it, and it became a cow whose milk fed the giant. That's right, a cow, but you weren't expecting that. Gut, jetzt weiß ich auch, warum wir wieder zurückgelaufen sind, weil wir ja hier zwei Wege hatten. Diesen Valnir-Vrock oder so ähnlich, den haben wir jetzt durch, den haben wir besiegt. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich hier hinter diese Tür, kommen wir aber nicht. Also klettern wir mal hier durch die Höhle, mal gucken, was passiert. Denn ich glaube, durch diese bunte Tür mit all den Runen drauf sind wir gekommen. Oh, oder... Doch er hier lang? Okay. Dann hat das irgendwas mit dieser Runentür auf sich. Und höchstwahrscheinlich nochmal einem Kampf, den wir bestehen müssen. Meine Güte, dieser Heini mit seinem Schild, der war jetzt schon wirklich eine Herausforderung. Das war schon nicht mehr angenehm. Ich möchte die Geschichte jetzt nicht nochmal hören. Sehr seltsam. Ja, dann probieren wir doch jetzt einfach mal diese Türe da zu öffnen. Ich meine, bisher habe ich sie ja nur angeguckt, bisher habe ich sie ja vermieden, sie zu berühren. Surt, the fire giant has answered. He comes from a land older than mankind. And the Northmen call upon his flaming sword to raise their enemies to the ground. Damit hat sich die Tür geöffnet von Surt. Ich bin mir nicht sicher, wo wir längst müssen.
Aber ich glaube, wir gehen erstmal oben rum. He's badly burnt all over. She took pity on him, for he was not long. Da ist ein Gesicht. Wieder mal. Like her. Stimmt wieder Mama. Who spoke of his own darkness. The Northman. Senua, we each walk these lands, gazing towards different horizons, some of us further than others. Your father cannot see what you see, but there is nothing wrong with seeing the world the way you do. Ja, ich finde da auch nichts schräg dran. Ich meine, ich hätte auch gern manchmal so ein paar mehr oder weniger übersinnliche Fähigkeiten, um noch ein paar Dinge mehr zu sehen. Aber was das Spiel ja hier oder diese Geschichte sehr schön beschreibt, ist, je mächtiger man in der anderen Welt ist, in der Anderswelt oder wie man das auch gerne nennen möchte, desto interessanter wird man natürlich auch für die, die in der Anderswelt existieren. Von daher ist immer so ein bisschen Vorsicht geboten mit dem, was man nutzt an seinen Fähigkeiten. Und ich bin mal ganz ehrlich, freundlich und einladend ist das jetzt hier auch gerade nicht. Bin super gespannt, was uns hier erwartet. Ich hoffe natürlich nicht auf Kämpfe, aber wenn dem so ist, dann ist das halt so. Okay, zwei Runen an dem Tor dort. Super unwirtliches Licht. Super unangenehme Stimmung hier. Ein Hochsitz. Zu den Runen gehe ich gleich erst. Die möchte ich jetzt noch gar nicht. New York. Die möchte ich jetzt noch gar nicht in Augenschein nehmen. Am liebsten wäre es, wir kämen erstmal dort oben hoch. Aber ich glaube, das ist uns nicht vergönnt. Uah, schon wieder so ein Haufen Leichen. Sehr unangenehm. Hier, ich verstehe. Wir müssen zurück. Wir müssen uns erstmal wieder ein bisschen Kajal in die Augen schmieren. Damit wir auf unserer Netzhaut das haben, was wir suchen. Ja, super! Tritt. Und Block. Tritt. Block. Block. Weg. Kommst du nur. Block. Sehr schön. Fokus. Und jetzt gib ihm, was du hast. Gib ihm, was du hast. Lass deine Wut raus. Oh. Wen haben wir da? Wow, zwei von Captain Sensibles Angehörigen oder was? Sehr unangenehm. Wow. Also auch wieder mal so ein Doppelschläger. Steht da noch so ein Pimp hinter mir? Komm, Senua, gib Gummi. Lass alles raus. Nein, echt jetzt? Oh, Freunde. Ja, ich versuch's ja. Naja, er macht zwei, genau. Mal sofort eine Rückwärtsrolle quasi. Yeah. Fokus. Jetzt gib ihnen, was du hast, Senua. All dein Leid. All deine Erfahrung. Yeah.
Was ist mit dir, mein Kollege? Hm? Minion? Tritt. Schlag. Lang. Finish. Yeah! Wow. Und da scheint die Sonne fast wieder. Oh Leute, das ist echt ein bisschen hardcore. Ja, hier können wir... jetzt endlich. Ich wollte gerade sagen, wir können hier fokussieren wie verrückt. Ich kann ihn immer noch riechen, der süße Gestank brennenden Menschenfleischs. Ich höre immer noch seine Schreie im Wind. Hörst du sie auch, Senor? Oh, wie krass. Das hört sich sehr nach unserem Drews an, der da spricht. Yes, I heard their screams, and I still hear them now. Bam, damit haben wir schon mal ein Symbol. Jetzt suchen wir noch die Y-Rune. Das könnte mit dem Turm zusammenhängen, oder? Da drüben ist sie. Oder eine davon. Oder mehrere hunderttausend? Ja, und das ist auch gut, dass das jetzt gerade kommt, weil man geht davon aus, dass das christlich bekannte Kreuz so gar nicht verwendet wurde. Dass es sich eher um so ein Kreuz hier gehandelt hat. Denn es ist eigentlich ziemlich blödsinnig, an so ein normales Kreuz jemanden dran zu bappen, der rutscht eh runter. Oder man reißt ihm die Handgelenke aus, je nachdem, wie man das so sieht. Müsste eigentlich ein Baum sein, ne? Mit einem, also eine Astgabel mit einem weiterführenden Ast nach oben. Ich glaube, von hier sind wir gekommen. Und hier werden wir die wohl auch kaum finden. Die Lösung. Also stapfen wir nochmal zurück. Außerdem tauchen ja hier diese ganzen Ys auf. Da! Da ist auch der Turm. Nee, das haut alles nicht hin, weil das sind ja... Ist ja nicht das Symbol, das wir suchen, ne? Vielleicht aber von... es ist hier überall das Y-Symbol. Leider nicht an dem Turm. Ich traue mich ja auch schon gar nicht mehr hier hoch. Aber vielleicht ist das das Rätsels Lösung. Nee, hier taucht auch nichts auf. In der Luft tauchen ja denn normalerweise diese Symbole auf, die wir suchen. Wenn wir in der Nähe sind. Also, in unseren Tränchen. Herausgefordert vom Kajalstift. Es könnte auch eine Zeichnung hier auf dem Feld sein. Aber wie es ausschaut, handelt es sich wirklich um die Gekreuzigten. Das ist auch ein sehr schönes Gestrüpp hier. Sich hier handeln könnte. Ich bin noch ein bisschen aufgeregt durch den Kampf. Aber wie gesagt, es könnte auch eine Zeichnung auf dem Felsen sein. Scheinen uns auch irgendwas sagen zu wollen. Da hinten ist auch nochmal so ein Wachturm.
sehr seltsam. Angeblich helfen uns die Schreie. Warte mal, hier haben wir so einen Flock. Wir kommen auch hier rum. Aha. Bam. Damit haben wir auch diese Rune. Ja, das ist ja meine Befürchtung seit Anfang des Spiels, ne? Als Lebender können wir nicht über die Brücke gehen, aber als Tote haben wir das ja wohl ganz gut hinbekommen irgendwie. Zum Glück sind wir noch nicht tot. Hoffe ich. Es ist angeblich schon offen. Aha. Whoa. When they first came to my lands, I knew enough of their tongue to beg for mercy, and they took me as a slave. I wish now that they had slaughtered me like the others. I rode their storm of fire, death, and slavery to many lands. This darkness you speak of, I know it well. And I'm still here to fight it.